So, schönen guten Abend, schönen Feierabend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem Nachhaltigkeitsseminar. Wir haben hier auch ganz viel Grün um uns herum, die Farbe der Nachhaltigkeit und so weiter. Ja, willkommen im Rahmen von unserem Einfach-Börse-Seminar. Das ist jetzt vorerst unser letztes Seminar. Dann verabschieden wir uns in die Sommerpause, wie das ja so üblich ist bei den Journalisten und im Fernsehen. Wir dachten, was die können, können wir auch. Aber wir kommen dann wieder und schauen, dass wir auch neue, interessante Themen für Sie finden. Ein paar technische Sachen nur, falls Sie irgendwie Probleme haben mit der Aufzeichnung, mit dem Ton oder das, schauen Sie mal mit F5 oder neu starten oder in einem anderen Browser, funktioniert das auch oft recht gut. Ansonsten, falls es irgendwie gar nicht geht oder Sie früher los müssen oder sonst irgendwas passiert, man weiß, wenn man zu Hause ist, im Homeoffice sitzt, passieren doch auch viele Dinge, die unverhofft sind, dann werde ich Ihnen morgen eine E-Mail schicken mit dem Link zur Aufzeichnung. Und auch, wenn Sie möchten, können Sie gerne zurückschreiben, eben und A, unser Büchlein über das Nachhaltigkeitsthema bestellen, sozusagen anfordern und gerne auch die Präsentation. Ich warne Sie gleich vor, also nicht, dass jetzt alle hier rausspringen, die Präsentation ist ein bisschen textlastig, es ist auch viel Erklärung, aber es ist halt auch ein komplexes Thema und deshalb haben wir uns entschlossen, dass wir diesmal auch die Präsentation verschicken als PDF, also dass Sie das nochmal nachlesen können und nicht nur über den Link, also das ganze Video und Sie uns zwei dann sich das auch nochmal antun müssen. In diesem Sinne nochmal herzlich willkommen, auch meinen Kollegen Ulrich Kirstein, der dann gleich den größeren Part übernehmen wird. Ja. Hallo und herzlich willkommen. Dann starten wir mal, oder? Sieht so aus, ja. Genau. Gut, ja, also ein brachialer Titel, Kapital für eine bessere Welt. Schauen wir mal, was so dahinter steckt. Also ich finde, das Thema hört sich immer spannend an, ist es auch, und denke immer, huch, das ist sicher so komplex und so viel und was ist denn das überhaupt? Und da wollen wir Sie heute ein bisschen aufklären darüber, wie es so schön heißt, Licht ins Dunkel bringen und Ihnen hier einiges mitgeben. Ja, warum, so das Programm eben jetzt, warum sollten wir nachhaltig investieren, warum, wie ist so die Lage, eine kleine Sondierung, die Gründe für nachhaltiges Investment, also es mag ideell sein, es mag vielleicht auch irgendwo vorgegeben sein, dass man als Anleger oder als Unternehmen so und so viel Prozent in ein nachhaltiges Investment investieren muss. Was ist es überhaupt? Ich meine, es ist ein wunderbares Wort, was sich auch wahnsinnig viel anwenden lässt und ja, manchmal auch sehr nichtssagend ist. Dann der ganze Markt, was gibt es für Formen, wenn man mal weiß, man möchte da investieren? Und dann, wie können wir als, sage jetzt mal, Anleger und Anlegerinnen, also als Kleinanleger, nicht als Unternehmen, wie können wir da investieren? Und wie finde ich vor allem diese richtigen, diese Produkte eben? Weil oft geht man über den Namen und sucht im Namen irgendwas mit nachhaltig oder green, aber es gibt auch besonders eben auf unseren Webseiten Möglichkeiten, wie Sie die ganz gezielt herausfinden können. Da haben wir extra so ein Kriterium für nachhaltige Investitionen. Und dann natürlich, last but not least, haben wir immer so am Ende die Grundregeln, aber diesmal eben auch wirklich noch für nachhaltiges Investieren. So, steigen wir mal ein. Wie ist denn die Lage zurzeit? Warum sollten wir nachhaltig investieren? Also wir haben natürlich eine Krisensituation zurzeit. Wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben dadurch die Energiekrise und wir haben, wir wissen es alle, wieder verstärkte Nutzung fossiler Brennstoffe. Da wollten wir weg davon, aber da sind wir eben wieder. Die Kohlekraftwerke werden angeworfen. Die Kohle kommt auch aus Südafrika und Australien hergeschippert. Das gerade das berühmte tolle LNG-Gas, was ja wirklich sehr umweltfreundlich ist, kommt auch bei uns an. Also es ist alles nicht sehr nachhaltig, was da passiert. Und daher muss es eigentlich wundern, dass 2022 ein Rekordjahr für die Treibhausgasemissionen war. Das, was wir eigentlich alles reduzieren wollten und wo wir eigentlich auch auf einem guten Weg waren. Jetzt ist es auch so, dass die Politik sich zum Teil auch abwendet, besonders eben in den USA. Diese besonders republikanisch regierten Bundesländer klemmen eben da Finanzierungen ab von nachhaltigen Projekten. Die wollen halt das Geld in andere Bereiche investieren, was sie für sinnvoller sehen. Ja, dann das sogenannte Greenwashing ist ja manchmal schon richtig negativ. Ah, die machen ja eh nur Greenwashing. Ja, was ist denn wahrhaft grünes Gebaren in diesem Sinne?
Und das Ganze eben ist insgesamt eine hohe Aufwand, eben wie wir diese klassifizieren, diese Investments. Wie finde ich die? Wie werden sie investiert? Also jeder hat seine eigenen Schema, die EU, die UN, also jeder hat hier irgendwas aufgelegt an Kriterien. Wie finde ich mich hier eben auch als Anleger zurecht? Wir haben immer diesen Klimagipfel, der ja jedes Jahr stattfindet, eben letztes Jahr in Sharm el-Sheikh. Seit 25 Jahren, wie lange gibt es den schon? Nächstes Jahr wird er dann in Dubai stattfinden. Ja, und allein, wenn Sie lesen, 30.000 Teilnehmer kommen da. Also ich persönlich kann mir immer gar nicht vorstellen, was dabei rauskommen soll oder was 30.000 Leute hier besprechen können. Natürlich nicht alle zusammen, aber es sind halt doch sehr viele, die da auch erstmal alle hin müssen. Vielleicht könnte man auch so wie wir das ein bisschen umweltfreundlicher machen und das Ganze online machen. Klar kommt da oftmals nicht vielleicht das raus, was man will. So ist komplizierter, aber es wäre auf jeden Fall im Sinne des Erfinders hier schon mal umweltfreundlicher. Und das Ziel von dem Ganzen ist eben, dass 2100 die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden soll und es so einen Ausgleichsfonds für ärmere Länder geben soll. Aber die Wissenschaftler warnen auch schon seit längerem eher, dass es 3 Grad werden und das mit den 1,5 nicht mehr schaffen. Ja, die Presse ist auch voll mit Artikeln dazu, wissen Sie wahrscheinlich auch. Und ja, das ist hier so eine schöner kleiner Grafik hier. Das nenne ich mal Wachstum. Ja, schön wäre es, wenn dann eben alles in so eine Blume letztendlich aufgeht und alles immer steigt. Aber das wissen Sie selber, immer nur steigende Kurse gibt es halt auch nicht, nicht mal bei den nachhaltigen Geldanlagen. Ja, dann gibt es natürlich viele Vorurteile, dass man sagt, oh, das ist nicht rentabel, das kostet viel zu viel Rendite, das können vielleicht Kirchen machen, Stiftungen, Öko-Freaks, irgendwelche Banken, die sich darauf spezialisiert haben, aber Profis selbst machen das ja gar nicht, wieso soll ich das machen? Und es ist teuer oder teurer als konventionelles Anliegen und man hat gar keine Chance eigentlich hier irgendwas zu finden, was wirklich green ist und die nicht Greenwashing machen. Also Vorurteile gibt es genug. Schauen wir mal, was für Gründe, richtige Gründe, wirkliche Gründe es gibt. Und damit übergebe ich an meinen Kollegen. Und ich hoffe, Sie sind danach ein großes Stück schlauer. Also ich war es zumindest. Viel Spaß. Ja, danke, Helena. Eigentlich brauche ich jetzt ja gar nichts mehr sagen. Aber mein Part ist jetzt quasi, Sie davon zu überzeugen, dass diese 5 Vorurteile eigentlich gar nicht stimmen. Und die Frau Hortner hat es auch schon gesagt, es ist sehr viel Text, sehr viel Stoff. Es ist halt auch ein Stoff, der ständig sich erneuert und neue Regulatorien werden eingekippt. Und wir haben mal versucht, das irgendwie zusammenzustellen und für Sie dann quasi so ein aktuelles Geschichte daraus zu basteln. Ich werde ein paar Folien vielleicht auch einfach übergehen. Wie gesagt, Sie können sie sich auch senden lassen, dann haben Sie alles schwarz auf weiß nochmal vor sich. Also die Gründe für nachhaltiges Investieren, warum A, die Ansprüche von uns an ethisches Handeln steigen, die Klimakleber zeigen uns immer wieder, dass wir im Stau stehen, weil wir zu wenig tun. Biodiversität ist ein großes Stichwort. Wir haben immer weniger Insekten auf der Autoscheibe kleben, wenn wir länger unterwegs sind im Sommer. Daran sieht man es. Es gibt die Lieferkettenproblematik, haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört, dass man wirklich guckt, dass auch der Fußball nicht von Kindern genäht werden muss und so weiter. Und die Leute zeigen das ja auch. Sie kaufen einerseits den Biomarkt ein und wollen ganz genau wissen, wie regional Produkte sind und wie sie hergestellt wurden und was drin ist. Und mit dem eigenen Geld, da soll plötzlich die Bank machen, was sie will. Das ist dann auch nicht so das, was man mag. Dann ist natürlich die EU, der Gesetzgeber, sehr dahinterher. Wir haben eine grün-rote Regierung, ich sag's mal so rum. Da kommen auch sehr viele neue Ideen, die auf uns gekippt werden und denen man sich unterziehen muss. Also es wird immer schwieriger für nicht nachhaltige Unternehmen noch an Kapital zu kommen. Außerdem, wenn man es jetzt mal ernst nimmt, heißt ja nachhaltig wirtschaften auch, dass man Ressourcen spart, dass man sich an Gesetze hält, dass man eine gute Unternehmensführung hat.
und dadurch ja auch Risiken gemindert werden können. Das komme ich noch dazu, ist auch ein wesentliches Kriterium für zum Beispiel institutionelle Anleger, in nachhaltige Produkte zu investieren, weil sie einfach sagen, da können wir unser Risiko minimieren. Und nicht zuletzt ist es ein riesiger Markt mit einem enormen Chancenpotenzial. Damit wir wirklich bis 2050 auf Netto-Null-Emissionen kommen, wir wissen ja noch gar nicht so genau, wie wir das schaffen wollen, müssten allein in Schwellen- und Entwicklungsländer 1 Billion US-Dollar in sauberere Energien investiert werden. Also ein Markt ohne Ende quasi. Jetzt mal zu dieser ganzen Regulierungsproblematik. Ich habe da so ein Symbol mit als eine Seite quasi hingebracht. Das müsste aber ein Stapel von Hunderten von Seiten sein, was da alles auf uns zukommt. Seit 2019 die EU den Green Deal beschlossen hat, 21 hat sie ihn dann nochmal verfestigt, eben dass ab 2050 keine Treibhausgase mehr entstehen dürfen in der EU, wir CO2-neutral sind. Dann gab es so einzelne Versuche, das eben irgendwie hinzubekommen. Da wäre zum einen die Taxonomieverordnung, von der Sie sicher auch schon gehört haben. Da geht es einfach, wie werden Finanzprodukte klassifiziert in nachhaltig, weniger nachhaltig und gar nicht nachhaltig. Dann gibt es die, ich nehme mal den deutschen Begriff, EU-Offenlegungsverordnung, ist auch schon ein Zungenbrecher. Da muss jeder Finanzmarktteilnehmer muss zu jedem Produkt Informationen offenlegen, inwiefern und welche Kriterien zur Bestimmung der Nachhaltigkeit herangezogen werden. Da gibt es 3 Artikel, die Artikel 8, 9 und 6. Da komme ich aber später noch mal genauer drauf, aber auch nicht zu genau. Dann gibt es die delegierte Verordnung der MiFID II, da Zielmarkt und Geeignetheit für jedes Finanzprodukt muss da festgelegt werden. Und seit 2022, wenn Sie seitdem bei einem Berater bei Ihrer Bank waren, dann muss der Sie eigentlich fragen, wollen Sie eben Produkte nach diesen 3 Artikeln ausgewählt haben oder nicht? Und dann muss er Sie nachhaltig informieren. Hier die Taxonomieverordnung noch einmal genauer, also vielleicht nur mal die Ziele, die dahinter sich verbergen. Zum ersten natürlich Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. Also was können wir unternehmen, um gegen wärmeres Klima überhaupt gewappnet zu sein? Dann nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zur Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung, Schutz sowie Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Also hehre Ziele, die aber wirklich nicht so einfach zu erreichen sind. Dann die EU-Offenlegungsverordnung. Da müssen eben die Fondsgesellschaften mitteilen, wie nachhaltig ihre Produkte sind. Und Artikel 8 ist eben Finanzprodukte mit ökologischen oder sozialen Merkmalen. Das nennt man Light Green, also die sind nachhaltig, aber noch nicht so ganz nachhaltig. Artikel 9 sind dann wirklich nachhaltige Finanzprodukte mit einer wirklich angestrebten Nachhaltigkeitswirkung, also Dark Green nennt man das Ganze. Und sonstige Finanzprodukte kriegen keine Farbe, ich weiß nicht, was man da nimmt. Die sind nämlich nicht nachhaltig, also nicht grün. Dann gibt es aber nicht nur Bestimmungen seitens der EU, auch die beiden Regierungen in den USA versucht ja Richtung Nachhaltigkeit zu trimmen, was nicht allen gefällt, den Republikanern zum Beispiel gar nicht. Das hat Frau Hortner schon angesprochen. Das ist eigentlich dieser Inflation Reduction Act oder IRA. Wer Ältere versteht unter IRA noch was anderes, glaube ich. Also ist ein Subventionsprogramm von fast halben Billion US-Dollar. Man kommt hier mit den Nullen schon durcheinander für Infrastruktur und Energie. Aber sie müssen eindeutig in Dekarbonisierung eingesetzt werden und die Krux für deutsche Unternehmen. Sie kommen nicht zum Zuge, weil es soll nur an US-Firmen gehen, diese Investitionen. Drum ist das nicht so gern gesehen weltweit. Aber man kann natürlich eine Dependance aufmachen in den USA und dann wäre man auch wieder mit drin in diesem Deal. Ja, da habe ich Ihnen nochmal die Billionen ausgeschrieben.
der Green Deal der EU, auch innerhalb der EU, also nicht nur in den Emerging Markets, nicht nur in den USA, auch bei uns wären 1 Billion Euro möglich, damit alle Investoren vom Privatanleger bis zum institutionellen Großinvestor oder auch Staatsfonds, haben ja auch eine sehr große Marktmacht, der norwegische Staatsfonds zum Beispiel oder die Ölindustrieländer gerade, das zu bewegen, ihre Geldanlagen so zu investieren, dass sie unsere Umwelt in sozialen, ökologischen und ethischen Dimensionen nicht schaden. Also es geht nicht nur um Ökologie, das muss man auch immer noch dazu sagen. Und Orientierung an den SDG-Zielen der UNO, da komme ich auch nochmal später drauf zu sprechen. Also, warum nachhaltig? Es gibt auch Problemfelder dieser ganzen Gesetzgebungsinitiativen. Zum einen ist eine reine Status Quo-Betrachtung. Hier die grünen Unternehmen, hier die nicht grünen Unternehmen. Aber es geht ja eigentlich vor allem auch darum, die nicht grünen Unternehmen Richtung grün zu trimmen und sie in diesem Transformationsprozess zu unterstützen. Da ist noch wenig Ideen stehen da im Raum, wie man das hinbekommt. Der Schwerpunkt liegt immer noch bei der Vermeidung von CO2. Die anderen sozialen Gesichtspunkte, die fallen ein bisschen hinten runter. Dann ganz trivial, ist jetzt Atomkraft nachhaltig oder nicht? Weil CO2-mäßig merken wir ja bei uns in Deutschland, seitdem die Atomkraftwerke abgeschaltet wurden, verbrauchen wir noch mehr Kohlestrom. Also ist es sinnvoll, zumindest zeitlich oder nicht? Und es ist ein enormer bürokratischer Aufwand, an die Daten überhaupt heranzukommen, wenn man an sie heranzukommt, um zu beweisen, dass man wirklich bis ins Letzte geht, bis zur letzten Lieferkette nachhaltig wirtschaftet. Das ist gerade für kleinere und mittlere Unternehmen nur sehr, sehr schwer und sehr aufwendig zu stemmen. So, jetzt komme ich nochmal zu den Vorurteilen über grüne Investments. Das hat Frau Ortner auch schon angesagt, das ist doch eigentlich teuer und vor allem, wenn ich mich auf ja im Prinzip weniger Produkte spezialisiere oder herausgreife, dann ist es doch gleichzeitig risikoreicher und die Rendite niedriger. Und es ist teurer, weil ich ja schon gesagt habe, es ist ein enormer Bürokratieaufwand, den wollen sich die Produktanbieter ja auch irgendwie bezahlen lassen. Jedes Nachhaltigkeitssiegel, das es gibt, kostet ja und insofern wird das an den Endkunden ja weitergereicht werden. Allerdings, wenn man so guckt, ist das so, dann kommen die meisten Untersuchungen eigentlich eher zu einem Pakt zwischen grünen und normalen Anlagen. Manchmal ist die nicht grünen Anlagen weiter vorne, manchmal die grünen. Ich zeige Ihnen da noch genaueres, aber man muss natürlich auch ein bisschen ausklammern. 2022 war wirklich ein schreckliches Jahr für grüne nachhaltige Investments, weil gerade durch die Energiekrise die fossilen Unternehmen deutlich zugelegt haben und gerade so grüne Wachstumsunternehmen eher abgewatscht wurden an der Börse. Aber das scheint sich 2023 wieder einzukegeln. Dann hier, wie sehen es eigentlich die Investoren und Anleger? Also fast 2/3% oder mehr als 2/3% sehen gleich hohe oder sogar höhere Renditen. 26% wissen es nicht, weil wirklich die Faktenlage ein bisschen schwierig ist. Und 5% nur glauben, dass es wirklich deutlich schlechter ist. Dann habe ich hier mal einen nachhaltigen Index des MSCI World herausgegriffen mit, also auf ESG-Schwerpunkte liegend, also ökologisch, sozial und gute Unternehmensführung, dafür steht ESG. Und mit dem normalen MSCI World, und da sehen Sie, boah, die liegen wirklich fast aufeinander. Nur in den letzten Jahren eigentlich gibt es so ein bisschen unterschiedliche Entwicklung. Und so meine These ist, in schlechten Jahren schneidet die ESG oder die nachhaltige Anlage noch ein bisschen schlechter ab und in guten Jahren ein bisschen besser. Jetzt können Sie sich aussuchen, wie toll das für Sie ist. So, was ist aber überhaupt nachhaltige Investieren? Also hätte man vielleicht auch am Anfang bringen können. Also was ist der Begriff nachhaltig? Die EU hat ihn definiert, klar.
Eine nachhaltige Entwicklung deckt die Bedürfnisse der heutigen Generationen ohne Beeinträchtigung der Möglichkeiten künftiger Generationen. Bisschen schwammig ist das schon, aber gut. Dann ich habe schon ein paar Abkürzungen verwendet, ich werde Ihnen die jetzt nicht alle sagen. Wie gesagt, sollten Sie sich um das Manuskript bemühen, dann haben Sie die nochmal auf einen Schlag. Am wichtigsten sind sicher ESG, also Environment, Social and Governance, Umwelt, Soziales, gute Unternehmensführung. Das ist so eine, gibt es komischerweise keine richtige deutsche Abkürzung dafür. Oder SRI, Socially Responsible Investments, also gesellschaftlich verantwortliches Investieren, Sustainable Investment, SI und so weiter ist noch irgendwas. Vielleicht die letzten zwei dieses Paris Aligned Benchmarks, das sind praktisch noch dezidiert nachhaltiger, noch dezidiert auf den Klimawandel oder die Vermeidung des Klimawandels getrimmte Investments, die dann ganz bestimmte Zielerreichungsgrade sich vorgenommen haben. Ja. Das sind die drei Buchstaben, die habe ich Ihnen schon erklärt. Was verbirgt sich dahinter nochmal im Einzelnen? Also von Klimaschutz, Schadstoffausstoß, Luftqualität und so weiter versteht man unter Environment. Dann Social ist eben Menschenrechte, die Arbeitsbedingungen, Chancengleichheit, Diversity würde man auf jeden Fall heute sagen, Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter, damit in Pakistan keine Textilfirma abbrennt und die Leute nicht mehr rauskommen, weil es überhaupt keine Schutzmaßnahmen gibt und so weiter. Datensicherheit ist ja heute auch Datenschutzgrundverordnung, gibt es in Deutschland aber nicht überall. Und Governance ist eben Unternehmensethik, Wettbewerbsverhalten, Risikomanagement, Vermeidung von Bestechung und Korruption, ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich, und Einhaltung von Steuerregeln. Ja, dann hatte ich auch die großen Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die wurden schon 2015 von Delegierten von 193 Nationen festgelegt und da gibt es um 17 übergeordnete Ziele und einen Aktionsplan und der soll schon bis 2030 sollen die, ich zeige es Ihnen hier mal, sollen die erreicht werden und das ist schon ganz schön schwierig. Keine Armut zum Beispiel auf der Welt, kein Hunger, wir sind ja noch. Es gibt zwar Verbesserungen weltweit, aber wir sind schon noch weit davon entfernt. Quality Education zum Beispiel. Wer Schulkinder hat, der fragt sich, wie weit wir da schon gediehen sind. Insofern gibt es da noch einiges zu tun und 2030 scheint mir da eher eine Chimäre zu sein. Dann Impact Investing überspringe ich jetzt mal so ein bisschen, weil das ist eher eine Attitüde von den Fondsanbietern und großen Investoren, die eben mit ihrer Investition nicht nur Gutes investieren wollen, sondern die Welt wirklich nicht nur in Gutes investieren sozusagen, sondern die Welt auch wirklich besser machen wollen. Das ist so die Definition dazu. Ich habe hier auch gar nicht wegen dem Impact Investing, aber wie groß die ist, G-Investments insgesamt sind, können Sie da ganz gut herauslesen. Das ist nämlich ungefähr knapp 500 Milliarden Euro ist der Markt insgesamt und nicht mal 200 Milliarden Euro sind ESG-Produkte davon. Trotzdem wird gerade für Impact weltweit mit mehreren Billionen Dollar gerechnet. So, dann lasse ich das mal. So, der Markt, wie sieht er denn gerade aus? Es gibt leider nicht so ganz neue Zahlen. Es gibt das Forum Nachhaltige Geldanlagen, kann ich nur empfehlen, da auch mal ab und zu auf die Webseite zu gucken. Da gibt es viele Informationen. Also insgesamt an Publikumsfonds beträgt der Anteil nachhaltiger 16,7%. Aber private Anleger haben in den letzten Jahren um 230% ihren Anteil erhöht und der Anteil an nachhaltigen Publikumfonds insgesamt hat sich um 130% erhöht, also wobei das war im 2021, ich denke, dass es immer noch weiter gegangen ist und hier ist nochmal die Verteilung, das verwaltete
Fondsvermögen von 500 Milliarden Euro und wie das genau sich unterteilt. Das mache ich jetzt auch mal weltweit. Ich werde auch keine neueren Daten als 2020. Gibt es fast 100 Milliarden Euro Volumen und davon ist ungefähr 35 Milliarden in Sustainable Investments investiert. Das mache ich jetzt auch mal ein bisschen schneller. Aber was ich ja noch am Anfang war, ja so eine These von Frau Hortner, dass es eher was für Öko-Freaks und Privatleute ist, in nachhaltige Produkte zu investieren. Und da sehen Sie an dieser Grafik, dass es gar nicht so ist. Zwar ist das Wachstum bei den privaten Anlegern überproportional hoch, weil sie von einem kleineren Sockel auskamen, aber insgesamt wird immer noch sehr viel mehr von institutionellen Investoren investiert. Und das ist 2022 eher noch mehr geworden. So, dann, wie können Anleger nachhaltig investieren? Das ist ja eigentlich das, was sie so richtig interessiert. Und wenn ich jetzt mit dem Tempo weitermache, dann sind wir auch in einer Dreiviertelstunde fertig, keine Sorge. Also, was für Asset-Klassen gibt es überhaupt? Es gibt zum einen natürlich ein direktes Investment in grüne Aktien, also eine direkte Beteiligung in Unternehmen, die in Sachen ESG ganz vorne mit dabei sind. Dann gibt es, wenn man sich da nicht entscheiden kann und was ein bisschen einfacher ist, natürlich auch nachhaltige ETFs. ETFs sind ja eh ganz oben in der Beliebtheit, sehen wir immer auch bei den meistgehandelten Produkten bei uns. Die bilden eben passiv Nachhaltigkeitsindizes ab und auch da gibt es, da komme ich noch dazu, inzwischen eine fast unübersehbare Menge. Dann natürlich auch aktiv gemanagte Fonds, die Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Es gibt auch relativ neu Green Bonds oder Social Bonds, also fest verzinste Anleihen, und Zinspapiere erfreuen sich ja wieder großer Beliebtheit, trotz des Gap zwischen den gezahlten Zinsen und der Inflationsrate, also die Realzinsen sind ja immer noch mehr als mau. Und die werden herausgegeben von Kommunen oder Unternehmen oder von Deutschland hat auch, komme ich dazu, welche herausgegeben. Man kann in geschlossene Fonds, Windkraftanlagen, Solaranlagen investieren. Ist natürlich immer ein bisschen riskant. Wir haben das alle erlebt, es sind viele Solarfirmen pleite gegangen und viele Windfirmen eigentlich auch. Also nicht überall, wo grün draufsteht, ist auch automatisch dann gleich das Wachstum intendiert. Und es gibt natürlich auch ökologische Immobilien, wenn es derzeit überhaupt Immobilien, die neu gebaut werden, gibt. So, dann gibt es verschiedene Anlagestrategien, nach denen diese Fonds und ETFs ja auch sich ihre Produkte ins Töpfchen holen, sozusagen. Also das Wichtigste und am meisten verwendete sind die sogenannten Ausschlusskriterien, dass man systematisch spezifische Kriterien ausschließt, also zum Beispiel Atomkraft, zum Beispiel Tabak, Alkohol oder so weiter. Kommt immer mein Beispiel, die katholische Kirche zum Beispiel hat alle Fonds ausgeschlossen, wo die Deutsche Telekom oder andere Telekom-Hersteller, Gesellschaften drin sind. Warum? Nicht, weil sie eine direkte Leitung nach oben haben, sondern weil sie auch einige Dollars und Euros mit Telefonsex verdienen. Und das macht die katholische Kirche nicht. Nun gut, die evangelische Kirche ist da wieder strenger bei Sachen, die mit Alkohol zu tun hat. Wenigstens harte Alkohol, Drogen, Wein brauchen wir selber. Na gut, dann gibt es die Best-in-Class-Strategie, nämlich immer, ich suche mir immer jeweils die besten 5, 3, 10 Unternehmen ihrer jeweiligen Klasse aus, die in Sachen ESG-Kriterien ganz vorne sind. Die anderen lasse ich unten raus. Meistens verknüpfe ich natürlich Ausschlusskriterien, nehme ich zuerst und dann nehme ich noch den Best-in-Class-Ansatz. Oder Engagement ist eher ein langfristig, also von institutionellen Investoren jetzt auch betrieben, die dann einfach langfristig mit Unternehmen
sich an Unternehmen beteiligen, zu den Hauptversammlungen gehen, mit den Unternehmensleitern sprechen und die versuchen so immer mehr in die Richtung Nachhaltigkeit zu bringen. Impact Investment hatte ich schon angesprochen, dass man eigentlich versucht, die Welt besser zu machen mit seinem Engagement, also ein Unternehmen, das zum Beispiel sagt, sie sorgen dafür, dass in einem Entwicklungsland die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser zunimmt. Von momentan haben 10% fließend Wasser und sie wollen, dass es auf bis in 2 Jahren 20% ist. Das wäre ja so eine typische nachweisbare Impact-Investition. Nachhaltige Themenfonds habe ich auch schon angesprochen. Normbasiertes Screening, was verbirgt sich dahinter? Da wird man Investments, überprüft man nach ihrer Konformität mit bestimmten internationalen Standards und Normen. Also zum Beispiel diesen UN-17-Zielen oder OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und so weiter. Also das kann man dann über Checklisten sozusagen machen. Und Stimmrechtsausübung ist so ein bisschen wie Engagement, also dass man aktiv eben auf Unternehmen Einfluss nimmt. Hat man jetzt als Privatanleger eher weniger in der Hand oder es handelt sich um ein eher relativ kleines Unternehmen. Hier zum Beispiel diese 10 Prinzipien des UN Global Compact. Ich will die jetzt gar nicht, da geht es um Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsprävention. Es gibt ja auch immer jährlich irgendwie so einen Überblick über die Länder mit der meisten Korruption. Und Deutschland kommt da gar nicht so gut weg eigentlich. Es sind eher die skandinavischen Länder, die ganz vorne liegen. Jetzt wird es immer kleiner und unübersichtlicher. Und ich bräuchte statt der Brille noch eine Lupe. Aber das sind eben diese von mir angesprochenen unendlich vielen Indizes mit Nachhaltigkeitskriterien, die es inzwischen gibt. Meistens haben sie irgendeinen, und da komme ich später vielleicht auch noch mal kurz drauf zu sprechen, eines dieser Kürzel hinten dran, eben ESG oder SREI und so weiter. Es gibt eben von allen großen Indexes, kann man so sagen, gibt es zum Beispiel von dem MSCI World, das ist ja so der beliebteste Index eigentlich, wenn man sich die ETFs anschaut, sind bei den meistgehandelten immer mindestens 2, 3, die auf den MSCI World gehen. Und der hat zum Beispiel ein eigenes Socially Responsible Index aufgelegt, auch wo dann eben die ganzen nicht grünen Firmen außen vorbleiben. Der DAX hat auch einen natürlich Alternative Energy Index zum Beispiel, wo es um grüne Energien gibt. Und was habe ich dann noch? Dann gibt es als Indexanbieter auch Solektiv zum Beispiel, die haben eine ganze Reihe von Nachhaltigkeitsindizes, die haben sich quasi darauf spezialisiert. Die Umweltbank aus Nürnberg hat einen eigenen, den UBAI, uralten grünen, sehr zurückhaltenden, oder wie soll ich formulieren, sehr schroff formulierten Index, wo eigentlich nur 18 deutsche Aktien mit drin sind, die wirklich auf Ökologie und nachhaltigen Wirtschaften ausgerichtet sind. Ökoinvest hat einen eigenen und die Börse Hannover, muss man ja auch mal noch sagen, hat auch einen eigenen Index aufgelegt. Also an Indizes hat man wirklich genug Auswahl und Sie können sie ja zweierlei nutzen. Sie können ein Produkt, ein ETF zum Beispiel, der darauf liegt, nutzen. Oder Sie können sich den Index einfach genauer angucken, welche Unternehmen sind denn da drin und ist da ein Unternehmen spannend für mich, in das ich dann halt direkt investiere. Also kann man die ja immer quasi doppelt nutzen. Dann, was steckt denn da eigentlich so wirklich drin? Das war jetzt eben die Überleitung dazu. Das ist dann schon irgendwie wieder ein bisschen erstaunlich. Scope hat 2022 117 globale Nachhaltigkeitsfonds nach Artikel 9, also Dark Green, untersucht und geschaut, was ist denn da eigentlich so drin? Und in wie vielen Fonds sind welche Unternehmen drin? Und erstaunlicherweise sind da ganz vorne Unternehmen, die man jetzt nicht so als dunkelgrün auf den ersten Blick
bezeichnet hätte, nämlich Microsoft zum Beispiel, liegt an erster Stelle, ist in 65% aller Fonds enthalten. Alphabet, Apple, Nvidia hat dann wenigstens in den letzten Wochen und Tagen allen Investoren viel Freude bereitet. Da ist der Kurs explodiert ja vor lauter künstlicher Intelligenz. Amazon, Tesla kann man sich jetzt eher vorstellen als E-Auto-Bauer, Novo Nordisk, Schneider Electric. Weiß nicht, ob man, wenn ich jetzt so für mich mir nachhaltige Unternehmen ausgesucht hätte, ich unbedingt auf alle diese gekommen und zurück wäre und zurückgegriffen hätte. Das Ganze geht natürlich auch auf Deutschland runtergebrochen. Da waren es so 59 Fonds. Und da ist auch wieder Schneider Electric, also nicht auf Deutschland, aber Europa, Gottes Willen. Roche, AstraZeneca, Nestle. Wird ja oft angegangen wegen seines Umganges mit Wasser zum Beispiel und Süßigkeiten. Ich weiß gar nicht, ob das unserem Ernährungsminister, heißt das so, heißt der Ernährungsminister, ist mir, ob dem das so gefällt. SAP, Allianz, L'Oreal sind da zum Beispiel Aktien, die da ganz oben mit drin schwimmen. So, Green Bonds habe ich auch schon erwähnt. Der erste von der Bundesrepublik herausgegebene Green Bond kam 2020 raus, damals noch mit 0% Zinsen auf 10 Jahre und wollte 4 Milliarden einsammeln. Die Leute fanden 0% Zinsen für grünes Investment so toll, dass sie gleich 6,5 Milliarden Euro gezeichnet haben. Es gibt eine Zwillingslösung immer. Es gibt also immer zu dem Green Bond auch noch einen ganz normalen Bond, mit dann aber den gleichen Zinssatz und den gleichen Konditionen. Und dieser Green Bond steht eben für soll investiert werden in Verbesserung und Förderung sauberer und umweltfreundlicher Verkehrssysteme. Da ist wohl die Bahn gemeint, da könnte aber einiges reinstecken in geduldfordernde Verkehrssysteme, müsste es dann ja fast heißen. Förderung von Bildung und Innovationen zu Klima- und Umweltbelangen, Beschleunigung des Übergangs, und das ist dieser Transformationsprozess, von dem ich gesprochen habe, zu einer weitgehend mit erneuerbaren Energien arbeitenden Wirtschaft und zu einem umwelteffizienteren Verbrauch von Energie und anderen Ressourcen. Wir haben es vorhin gehört, 2022 war das Jahr der fossilen Energien, also da sind wir jetzt nicht so weit gekommen, trotz grünem Bond. Förderung von klimaresilienten Wäldern und Naturlandschaften, Unterstützung von Schwellen- und Entwicklungsländern beim Übergang zu einer umweltfreundlicheren Wirtschaft. Nun gut, hier ist nochmal einer der Herausgeber von Green Bonds, ist dann auch die Europäische Investitionsbank. Und das weltweite Volumen von Green Bonds, von grünen Anleihen, wird derzeit auf 3,4 Billionen US-Dollar geschätzt. Es sollen aber noch in diesem Jahr die 4 Billionen Euro-Marke geknackt werden. Na, da sind wir mal gespannt. Ich habe einfach aus Lust und Tollerei mal aus der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur herausgeguckt, wie viele es jetzt gibt von diesen grünen Bonds. Da sehen Sie auch noch 2020 da unten mit 0%. Es gab da mal 2,3%. Und der jüngste, da kam heute erst bei uns auch die Meldung, dass er jetzt gehandelt wird bei uns, ist der mit 1,8%. Also wo ist die Inflation gerade zwischen um die 5%? Da bleiben immer noch 3% minus oder so. Aber trotzdem, für die gute Sache ist es uns das ja vielleicht wert. Jetzt, das hat die Frau Ordner auch schon angesprochen, wie finde ich denn überhaupt diese verflixten grünen und nachhaltigen Produkte? Also wenn ich nicht in einen Fonds oder einen ETF investieren will oder meinen Berater nerven will mit Nachhaltigkeitsideen, dann könnte man bei unserer Webseite, bei Börse München zum Beispiel, bei der Produktsuche, bei den Findern finden, zum Beispiel bei den Fonds und bei den ETFs. Ich habe dann einfach mal, leider gibt es nicht, das bietet auch noch keine Börse, das ist auch extrem schwierig, dass man einfach auf einer Seite die ganzen grünen Produkte hätte sozusagen. Das wäre so mein Traum und Ihrer wahrscheinlich auch.
Aber momentan muss man sich ein bisschen mit Krücken behelfen. Und da kann man zum Beispiel beim Fonds Finde irgendwie Nachhaltigkeit eingeben. Sie sehen es, hier habe ich Ihnen die Maske mal aufgezeichnet. Der spuckt dann 75 Fonds aus, bei ESG 77 Fonds sogar, fehlen also noch zwei und so weiter. Also er findet immer am meisten unter Sustainable, weil ja die meisten Fondsbezeichnungen auf Englisch sind. Also da fehlt er gleich 188 Fonds. Also man darf die jetzt nicht alle zusammenzählen und kommt dann auf 300 bis 400, sondern das sind natürlich immer Überschneidungen. Und man kann dann gucken, welche und ja auch weiter diversifizieren nach Fondsgesellschaft, nach Typus genauerem oder nach Rendite oder nach TER, der Teuerungs-, also den Kosten des Fonds und so weiter. Und dann bleiben natürlich immer weniger übrig und man kann überlegen, was da für einen interessant sein könnte. Und das Gleiche ist natürlich auch bei ETFs. Da findet man lustigerweise jetzt wieder bei ESG am meisten. Da sind es nämlich 290 ETFs und bei Sustainable eigentlich nur 24. Also man weiß nicht, wer da die Produktbezeichnungen immer erfindet und findet, aber da scheinen sich ETFs und Fonds doch ein wenig zu unterscheiden. Aber man sieht und Sie sehen, es gibt eine ganze Menge an Produkten. Und da ich ja hier vor der Hintergrundwand von Börse München und GetEx, unserem zweiten Handelsplatz, stehe, gibt es natürlich auch bei GetEx, haben wir es tatsächlich geschafft, mit vielen Mühen und vielen Hin und Her und viel Aufwand, eine eigene ETF-Suche nach ESG-Kriterien zu basteln für Sie. Und da müssen Sie einfach nur, wenn Sie auf den ETF-Finder gehen, oben diesen grünen Balken nachhaltige ETFs anklicken und dann poppt dieses Menü auf, was Sie da sehen. Gewichtung nach ESG oder nach Marktkapitalisierung können Sie da unterscheiden. Sie können bei der Transparenz unter Artikel 8 Produkte, das finden Sie 360, oder Artikel 9 Produkte, da finden Sie 79, das sind eben die Green Darks, wählen. Und Sie können dann aber noch weiter, hier sehen Sie die ganzen Begriffe nach ein Green Bond ETF gibt es da inzwischen auch, oder die Leaders, die ESG Leaders, die Low Carbon ETFs und so weiter. Es gibt dazu auch noch eine Beschreibung, die ich Ihnen jetzt aber vorenthalte, aber da finden Sie dann zu allen diesen Begriffen noch einmal detailliert, was damit genau gemeint ist. Also da bleibt kein Auge trocken, da finden Sie sicher etwas, was Ihren Ansprüchen Genüge tun könnte. So, dann wären wir auch am Schluss, weil ich so schnell geredet habe wahrscheinlich und so viele Folien übergangen habe. Aber eine Dreiviertelstunde ist ja auch das eigentlich ein ideales Zeitfenster für ein Seminar, weil sich wir uns Menschen alle immer weniger und immer kürzer konzentrieren können. Gemeinerweise könnte ich Ihnen jetzt sagen, dass es eine Untersuchung aus der Schweiz gibt, dass sich Leute bei einer oder die normalen Zuhörer einer PowerPoint-Präsentation an genau eine Folie erinnern können. Und das ist meistens die erste, das Deckblatt quasi. Dann habe ich ja meine 55 Seiten ganz umsonst gebastelt. Ich will es nicht hoffen. Sie gehören natürlich nicht zu diesen Leuten. Das ist wahrscheinlich waren Schweizer eindeutig. Also, lange Rede, gar kein Unsinn. Grundregeln für nachhaltiges Handeln an der Börse haben wir nochmal versucht zusammenzufassen. Unternehmen, die sich an ESG-Kriterien orientieren, erzielen in der Regel langfristig bessere Ergebnisse und sind weniger Risiken unterworfen, was sich dann irgendwann auch in der Performance an der Börse niederschlägt und was eben auch der Grund ist, warum viele institutionelle Investoren auf Nachhaltigkeit aus sind. Dann die Politik auf allen Ebenen gibt nachhaltigen Investment Rückenwind. Wir haben es gehört, in Amerika gibt es eine gewisse Gegenbewegung. Bei uns
bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt, ob Leute, die sich auf die Straße kleben, jetzt dafür sorgen, dass sich mehr Leute für den Klimawandel interessieren oder eher das Gegenteil. Aber trotzdem, es wird so weitergehen. Die EU hat sich das sehr zu Herzen genommen. Sie will Vorreiter werden, sie will die Welt retten und uns damit weiterhin sehr, sehr offensiv beglücken. Und es lohnt sich also für sie, immer die aktuellen Diskussionen verfolgen. Ganz aktuell wird jetzt schon wieder über die Taxonomie nachgedacht und wie man das jetzt noch weiter schärfen, verändern, verbessern und so weiter könnte. Also da wird noch einiges auf uns zukommen. Wenn Sie in Unternehmen investieren, die sich an ESG-Kriterien ausrichten, unterstützen Sie deren Bestrebungen in nachhaltiges Wirtschaften, ohne auf Rendite verzichten zu müssen, kann man wohl so sagen. Alles, was die Untersuchungen so hergeben dazu. Und wenn Sie Impact Investing betreiben, also konkret in Unternehmen investieren, die die Welt versuchen, besser zu machen, dann erhalten Sie dafür sogar noch Rendite. Denn das gehört auch dazu zum Impact Investing. Es geht nicht um Spenden oder so, sondern es geht schon auch um sich dann auch rentierende Investments. Sie können Nachhaltigkeitsindizes entweder zur Auswahl, das habe ich Ihnen auch schon gesagt, einzelne Aktien heranziehen oder in Produkte darauf investieren, wie eben ETFs. Inzwischen haben alle großen Fondsanbieter und einige spezialisierte Emittenten auch Nachhaltigkeitsfonds verschiedener geografischer und inhaltlicher Ausprägung im Angebot. Es gibt ja auch eigene grüne Banken quasi, die sich darauf spezialisiert haben. Nur solche Produkte zu vertreiben, also da kann man sich auch überlegen, ob das eine Option wäre. Mit Green Bonds gibt es auch die Möglichkeit, in verzinste Anleihen zu investieren. Das ist ja gerade für Leute, die auf sichere Geldanlage setzen, die einen festen Zinssatz haben wollen. Inzwischen wird ja immerhin wieder einer gezahlt. Und irgendwann auch die Auszahlung im Auge haben. Aber hier sollte man darauf achten, dass nicht nur der Bond grün ist, sondern eigentlich auch ein bisschen das Unternehmen, der Staat oder die Kommune dahinter auch grün und nachhaltig engagiert ist. Was nützt einem, wenn ein, sage ich mal, Kohlekraftwerksbetreiber irgendwo ein Wasserkraftwerk investieren will und dafür einen grünen Bond emittiert? Will man das? Weiß man nicht. Muss man selbst entscheiden natürlich. Mit nachhaltiger Geldanlage entscheiden Sie selbst, welche Gesichtspunkte Ihnen wichtig sind, wohin Ihr Geld fließt, was damit gemacht wird. Das ist ja auch ein doch wesentlicher Gesichtspunkt. Also, dass man dann ruhig schlafen kann, weil man weiß, mein Geld läuft nicht in irgendwelche seltsamen Projekte. Auch bei nachhaltiger Geldanlage gilt aber, dass Information der beste Anlegerschutz ist. Nutzen Sie zusätzlich die Kompetenz Ihres Beraters, denn jedes Institut muss nachhaltig beraten können. Denn auch bei grünen Unternehmen gibt es schwarze Schafe, wie man so schön sagt. Und das mussten wir ja auch alles erleben in den vergangenen Jahren. Und zum Schluss, wie bei allen Investitionen, Investments an der Börse, auch bei der nachhaltigen Kapitalanlage minimieren, ein möglichst langer Anlagehorizont und eine breite Diversifizierung das Risiko. Ja, damit wäre ich beim Ende. Wir haben jetzt noch so einen Werbeblock. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den, ich rate den jetzt auch noch runter. Meine Kollegin ist schon längst im Reich der Träume angekommen. Nein, stimmt natürlich nicht. Wir haben auch Booklets zu verschiedenen Themen, natürlich auch zu diesem. Also wenn Sie sie interessiert, es gibt eins zum nachhaltigen Investieren und wir sind eigentlich auch dabei, eine Neuauflage davon zu produzieren. Es dauert aber noch immer, wenn wir mit dem Text fertig sind, gibt es schon wieder neue Bestrebungen und wir machen es wieder weiter. Das können wir jetzt noch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag machen, aber irgendwann werden wir einen Break machen und das Buch dann doch noch herausgeben. Dann gibt es, gab es heute, wenn Sie es interessiert, alle zwei Wochen am Donnerstag um 15 Uhr hier Börse am Donnerstag, wo Manfred Schmidt aus der Marktsteuerung und ich so über die aktuellen Börsengeschehnisse
referieren. Eine Viertelstunde, es ist, glaube ich, ziemlich kurzweilig. Können Sie sich auch dazu anmelden, kostenlos natürlich und unproblematisch. Neuere Informationen oder Nähere dazu erfahren Sie aus unserem Newsletter, falls Sie ihn nicht schon längst haben, was ich fast schon annehme. Sie sehen es, der Bulle ist draußen, der Bär ist im Briefkasten, insofern geht es immer nach oben. Und wenn Sie weitere Fragen haben, die Sie sich jetzt nicht zu fragen getraut haben oder die Ihnen jetzt nicht eingefallen sind, so geht es mir immer, alles ist aus und man denkt nochmal drüber nach und dann fällt einem ein, Mensch, das hätte ich jetzt aber doch noch fragen können. Dann können Sie entweder Frau Horten oder mich direkt anschreiben oder an die Info-Ad. Das kommt dann auch früher oder später, meistens früher bei uns an und wir beantworten Ihnen alle Fragen. Damit wäre ich tatsächlich durch. Ja, vielen Dank, Ulrich. Also ich fand es wieder sehr, sehr spannend. Ich habe nicht geschlafen, auch wenn Sie es nicht sehen konnten, habe ich wieder sehr aufmerksam zugehört, weil ich es immer wieder interessant finde. Mein Gott, was es alles für Regeln gibt und was sich ja die EU und alle hier einfallen lassen und wie verwunderlich es dann wieder ist, wenn man hört, welche Unternehmen auch diesen Green Label haben. Aber wie gesagt, Sie wissen jetzt alles oder fast alles und können jetzt selber eben sich mit unseren ETF-Findern, besonders eben über GetDex ist das wirklich sehr kommod gemacht, informieren und rausfinden, welche ETFs oder eben auch Aktien für Sie interessant werden, wenn Sie in so eine Richtung investieren möchten oder es vorhaben. Genau, wenn sonst keine Fragen sind, sehen wir welche? Nein. Dann, wie gesagt, gerne, falls Ihnen hinterher noch was einfällt, an uns beide eine E-Mail. Morgen bekommen Sie auch die E-Mail von mir und dann können Sie auch direkt antworten. Ansonsten freuen wir uns, ja, wenn wir Sie im Herbst wieder mal treffen, online. Wie gesagt, da werden wir wieder ein paar Themen anbieten. Und jetzt im Sommer, denke ich, wenn wir lieber im Biergarten sitzen, als irgendwo vom Rechner oder mit dem Rechner im Biergarten. Ja, ist auch ein bisschen blöd. Von daher genießen Sie den Sommer, hoffen wir, dass er so bleibt. Und ja, bleiben Sie uns gewogen, wie es so schön heißt. Ja, und viel Erfolg beim Handeln mit nachhaltigen oder weniger nachhaltigen Produkten und natürlich über eine unserer Börsenplätze am liebsten. Und ansonsten Ihnen auch noch eine gute Zeit, einen schönen Abend.